Hallo und herzlich willkommen bei Flockers, dem Test. Ja, vorab, das habt ihr leider noch nicht gesehen, gab es eine Meldung. Bei diesem Game kamen zu 100% keine Schafe zu Schaden. Was es damit auf sich hat, das werden wir jetzt mal versuchen herauszufinden. Und was mir auch auffällt, dieses Spiel kann auch direkt auf Twitch gestreamt werden. Ohne dass man da mal ein zusätzliches Programm bräuchte, das finde ich mal nice. Aber jetzt legen wir mal einfach los. Wir drücken auf Spielen und dann lassen wir uns mal überraschen. Level 1. Mal schauen, was da passiert. Oh. Wo ist denn der? Ah, der hat eine Haube bekommen. Cool. Das Spiel befindet sich übrigens noch im Early Access und ja. Schreibt mir auch mal gerne eure Meinung dann in die Kommentare, was ihr davon hält und ob ihr euch das Spiel holen würdet. Aber zuerst schauen wir mal, was da noch passieren wird. Oh. Ein Schäfchen, zwei Schäfchen, drei Schäfchen. Es lädt wieder mal, okay. Oh, das sind wir jetzt also. Okay. Was muss ich da tun? Hallo? Ich meine, okay, es wäre jetzt cool, wenn man mal wissen würde, was ich da jetzt tun müsste. Klettere mit Hilfe der... Ach, verdammt. Ach so. Was muss ich denn da tun? Es kommen noch immer mehr Schafe. Ah, okay, warte mal, ich probiere das mal. Ne, das geht nicht. Fuck. Die schönen Schafe. Ich hab's doch gewusst. Irgendwie geht das da schon. Ich habe zwar keine guten Gefühle, gerade was das angeht, die Schafe hier stehen zu lassen. Hey, du kannst weitergehen, dir passiert nichts. Dann halt nicht. Aber es ist ein Rätselspiel, soweit sind wir schon. Schauen wir mal, was da auf uns wartet. Aber was geht denn da ab, ey? Sind wir in der... Sind wir da... die fallen hier runter. Ich frag mich nur gerade, soll das passieren oder nicht? Nö, soll eigentlich nicht passieren. Was soll ich mir da... Fuck, was soll ich mir da bauen? Ne. Scheiße. Es wäre echt cool, wenn ihr da jetzt mal wüsst, was ihr machen soll. Achso, ich kann das Spiel auch anhalten. Okay. Ja, da steht zwar, ich soll rüberhüpfen, aber wie? Superspringer. Ah. Red, du bist doch nicht ganz so blöd, wie du aussiehst. Man muss das nur mal ein bisschen üben. Okay, was soll ich da jetzt machen? Irgendein Spreng... Ah, da, das Ding hier. Hui. Ah, sehr nice. Hui, los geht's, Jungs. Oh, ich hab dich vergessen. Man muss dir also darauf helfen, Die Frage ist, ob ich da jetzt alle erwischt habe, aber es sieht nicht so aus. Ah, okay, da müssen wir irgendwas zerstören, wie es ausschaut.
Aber ich kann dieses etwas nicht deuten. Was das sein soll hier. Aber wenigstens mal die halberten Schafe sind hier. Aber was soll ich da jetzt machen? Nee. Was soll das dafür? Das ist doch das Symbol da. Da passiert doch nichts. Also da bin ich mal wieder zu blöd für. Ich bin echt zu blöd für, was das angeht, glaube ich. Mist. Ich meine, wir sind schon fast wieder am Checkpoint, aber was da genau... Ich check das Spiel gerade nicht. Verdammt. Das ist doch das Symbol für Loslassen. Aber was meint er mit Loslassen? Oder meint er das da oben oder was? Ich schnall's nicht. Ah! Nö, das kann's aber auch nicht sein. Check ich nicht. Ich bin echt zu blöd für das Spiel, ey. Das ginge noch, aber was soll ich da oben machen? Wir sind mal in einer Schafefabrik, so weit bin ich schon. Was habe ich denn jetzt gemacht? Was soll ich da machen? Jetzt leuchtet er rot, aber ich weiß nicht, was das bedeutet. Was kann das bloß sein? Oder was soll das bedeuten? Eine Explosion. Ah, okay, man sollte mal die Zeichen deuten können. Kommt, Schäfchen, ihr seid am Ziel. Oder auch nicht. Au, 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 au. Oh, fuck. Okay, die halben Schafe haben leider nicht überlebt. Aber das Level haben wir abgeschlossen. Ja, könnte besser laufen, aber egal. Das war mein kleiner Einblick in dieses coole kleine Geschicklichkeitsspiel Flokers. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn nicht, dann halt nicht. Aber schreibt mir mal euren ersten Eindruck mal zu diesem Spiel. Was ihr davon hält oder würdet ihr das übrigens euch holen oder nicht? Bin gespannt, was ihr schreibt. Also bis zum nächsten Mal, euer Red Dragon Gamer. Ciao.